In Simbach am Inn ist der Simbach, ist er normalerweise ein kleiner Bach, der hat sich zum reißenden Fluss entwickelt und hat die Straßen unterspült und zum Teil Brücken entfernt. Die Innenstadt ist überflutet und hat evakuiert werden müssen mit Hubschraubern. Die Rettungsmaßnahmen laufen nach wie vor. In Simbach und Triftern war die Besonderheit, dass Schulen eingeschlossen worden sind von den Wassermassen und waren nicht mehr zugänglich für Fahrzeuge. Mittlerweile sind aber die Schulen evakuiert. Die Schüler haben abgeholt werden können und sind jetzt wieder zu Hause. Glücklicherweise ist von den Schülern niemand verletzt worden. Ansonsten laufen momentan weiterhin die Rettungsmaßnahmen. Wie viele Personen noch in Gefahr sind, kann ich momentan noch nicht sagen. Der Überblick ist da nur sehr schwierig. Nach wie vor sind Hubschrauber unterwegs und suchen Personen, die ausgeflogen werden müssen. Solange das braucht wird und solange die Hubschrauber fliegen können, wird das weiterhin gemacht. Oberste Priorität haben natürlich die Menschen, dass man da schaut, dass man die alle retten kann.